Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und der neue Hawkeye-Trailer ist da. Ich weiß, gerade eben noch das Walking Dead-Video online gebracht und dann auf einmal taucht dieser Hawkeye-Trailer auf. Und natürlich muss ich mir den angucken und natürlich muss ich einfach ein paar Dinge loswerden, die man im Trailer gesehen hat oder auch nicht gesehen hat tatsächlich. Gerade bei diesem Trailer sind die Dinge, die wir nicht gesehen haben, wesentlich interessanter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, reden wir jetzt mal über den Hawkeye-Trailer. Die Serie kommt am 24. November 2021 auf Disney Plus, also noch dieses Jahr. Es wird die Weihnachtsserie, die wir wahrscheinlich von Marvel kriegen werden. Das suggeriert uns ja auch der Trailer, der schreit ja förmlich Weihnachten. Also schauen wir mal, was es im Trailer alles zu sehen gibt. Das geht natürlich nicht ohne den einen oder anderen Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Should we be worried? No, it's nothing. Tja, und fangen wir mal das Ganze mit der Frage an, wo zur Hölle ist eigentlich Hawkeyes Frau? Also wir sehen seine Kinder, die wir auch schon aus dem MCU kennen, aber seine Frau taucht in diesem ganzen Trailer nicht einmal auf. Es scheint auch mehr, als würde er alleine mit den Kindern unterwegs sein, als wenn die Frau gar keine Rolle mehr spielt. Haben die sich geschieden? Er ruft sie zwar später noch an und sagt, dass es irgendwie später werden könnte. Hey, babe, I should be back in a day or two. Hier müssen wir uns natürlich einfach nur fragen, okay, gab es Probleme, weil die Schauspielerin gerade terminlich nicht konnte, obwohl Kevin Feige sowas ja eigentlich irgendwie immer regelt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man hier wirklich so in diese Die-Hard-Richtung geht, dass Hawkeye zu Weihnachten versucht, auch seine Familie zusammenzufügen. Denn dieser ganze Trailer schreit ja schon ein bisschen nach, stirb langsam, es ist Weihnachten und unser Held muss widerwillig hier ein Abenteuer antreten, was er so eigentlich gar nicht geplant hatte. Tja, und dieses Abenteuer könnte ihn tatsächlich auch zu seiner Vergangenheit bringen, zurück zu den Ereignissen von Endgame, als wir Clint Barton als Ronan gesehen haben. Und offensichtlich gibt es da draußen jemanden, der sich dieser Rolle angenommen hat. Wir sehen kurz diesen Nachrichtenbeitrag, wo über einen vermummten Helden gesprochen wird. Und man sieht hier schon ganz deutlich, okay, da steckt eine Frau hinter der Maske. Ich bin mal gespannt, ob die Serie wirklich die Ereignisse von Endgame aufgreifen wird und uns ein bisschen mehr darüber erzählen wird, wie Clint Barton als Ronan durch die Gegend gezogen ist. Er wird sich ja in dieser Zeit auf jeden Fall eine Menge Feinde gemacht haben, die jetzt immer noch hinter ihm her sein könnten. Und das könnte tatsächlich sehr interessant werden. Hier natürlich auch die Frage, inwieweit hat seine Ronan-Vergangenheit Kate Bishop inspiriert? Auf jeden Fall gibt Clint seine Kinder ab, offensichtlich an Leute von S.H.I.E.L.D. oder jetzt ja S.W.O.R.D. Möglicherweise arbeitet er also immer noch für diese Leute. Er lässt seine Kinder auf jeden Fall in Sicherheit bringen und begibt sich dann auf die Suche nach dieser Person und trifft so eben auf Kate Bishop. You're Hawkeye. Und Kate Bishop wird hier in der Serie gespielt von Hailee Steinfeld und deutet einmal mehr darauf hin, dass wir irgendwann im MCU einfach die Young Avengers kriegen müssen. Denn Kate Bishop tauchte das erste Mal in den Comics 2005 in der Young Avengers Reihe auf und sie trägt im Trailer dann auch ihr klassisches lila Kostüm und damit hätten wir ein weiteres Mitglied für die Young Avengers, die ja sogar in den Comics gemeinsam gegen Kang den Eroberer gekämpft haben. Also langsam muss Kevin Feige einfach kommen und sagen, jupp, genau darauf arbeiten wir hin. Young Avengers, Kang, boom. Der nächste Avengers-Teil ist dann einfach Avengers 5, Young Avengers oder irgendwie sowas in die Richtung. Kate Bishop passt hier auf jeden Fall gut rein. Sie wird ja dann so ein bisschen die Schülerin von Clint Barton. Das orientiert sich dann auch sehr stark an der Hawkeye-Comic-Reihe, die der Autor Matt Fraction geschrieben hat. Da passt dann auch sehr gut das kurze Bild vom Hund dazu, den wir hier im Trailer zu Gesicht bekommen. Das ist tatsächlich Lucky the Pizza Dog, den Hawkeye in den Comics adoptiert. Und der hier jetzt auch sein Live-Action-Debüt bekommt. Zu Kate Bishop gehört tatsächlich auch noch Eleanor Bishop, die wir im Trailer ebenfalls kurz sehen. Hier gespielt von Vera Farmiga. Offensichtlich hat sie nach den ganzen Conjuring-Filmen die Schnauze voll von Geistern und Dämonen und macht jetzt einfach mal im MCU mit. Der Trailer verrät uns tatsächlich noch gar nicht so viel über das, was da eigentlich passiert. Wir sehen natürlich, dass Hawkeye sich auf die Suche nach dieser vermummten Gestalt begibt, trifft dann Kate Bishop und wird mehr oder weniger ihr Mentor und ganz offensichtlich haben sie es auch mit irgendwelchen Schurken zu tun, die hauptsächlich in roten Trainingsanzügen durch die Gegend laufen. Wer diese Typen genau sind,
Keine Ahnung, also da gibt es noch keine wirklichen Bezüge zum MCU oder zu den Marvel Comics. Möglicherweise gehören diese Typen zur Trust the Bro Moving Company. Man sieht diese Aufschrift der Umzugsfirma ganz kurz auf diesem einen Van, bevor er dann von Kate Bishop in die Luft gejagt wird. Was die hier genau von Kate und von Hawkeye wollen, ist noch komplett offen. Keine Ahnung, das wird sich noch zeigen. Interessanter wird aber dieser kleine kurze Ausschnitt hier. Hier sehen wir ganz in rot angestrahlt das Gesicht einer jungen Frau. Und mein Tipp ist, dass wir hier tatsächlich das erste Mal Alacqua Cox in der Hawkeye-Serie sehen. Sie soll ja Maya Lopez aka Echo spielen und das könnte hier tatsächlich sehr spannend werden, weil Echo könnte man sowohl als Schurkin für die Hawkeye-Serie aufbauen, die dann später aber zur Heldin wird, denn sie soll tatsächlich ja auch noch eine Spin-Off-Serie bekommen. Man könnte mit Maya Lopez aka Echo das gleiche machen, was man mit John Walker in der Falcon and the Winter Soldier Serie gemacht hat, denn auch John Walker hat ja eher die Züge eines Antagonisten und wird dann aber im weiteren Verlauf seiner Comic-Geschichte auch zum Superhelden. Das gleiche könnte man tatsächlich mit Echo machen und sie hat eine ganz spannende Hintergrundgeschichte, die tatsächlich auch ins MCU reinpassen könnte. Maya Lopez ist eine Native American und kam taub auf die Welt. Allerdings besitzt sie besondere Fähigkeiten und zwar fotografische Reflexe. Sie kann also jede Bewegungsabfolge perfekt nachmachen. Damit ist sie dann tatsächlich so ein bisschen wie der Taskmaster, den wir ja auch schon in Black Widow kennengelernt haben. Und das Spannende an Maya Lopez in den Comics ist die Tatsache, dass ihr Vater für den Kingpin gearbeitet hat. Gleichzeitig ist der Kingpin aber auch für den Tod ihres Vaters verantwortlich. Doch bevor ihr Vater starb, versprach der Kingpin ihm, dass er sich um Maya kümmern würde. Und das hat der Kingpin dann auch die ganze Zeit gemacht. In den Comics geht das sogar so weit, dass er sie auf Matt Murdock ansetzt. Die beiden verlieben sich dann aber und so geht es dann immer weiter und weiter, bis sich Maya dann auch vom Kingpin lossagt. Sie ist also in den Comics eigentlich hauptsächlich eine Superheldin, die aber tatsächlich eine etwas schwierige Vergangenheit hat. Das Gleiche könnte man jetzt hier in der Hawkeye-Serie gut weiter ausbauen. Sie könnte hier halt wirklich erst zur Schurken werden, die aber von irgendwem manipuliert wird, die dann aber erkennt, dass sie eigentlich das Falsche getan hat. Die Frage ist ja auch noch im Raum, gehört sie zu diesen roten Trainingsanzugsträgern oder ist sie eine Gruppe für sich? Oder, das ist die dritte Möglichkeit, gehört sie zu Yelena Belova? Und damit kommen wir zu dem, was wir in diesem Trailer gar nicht sehen, nämlich die Schwester von Black Widow. Und jetzt nochmal kleiner Spoiler für Black Widow. In der Post-Credit-Scene sehen wir ja, wie die Contessa, die wir wiederum aus Falcon and the Winter Soldier schon kennen, die dort schon John Walker für sich gewinnen konnte, nun auch zeigt, dass sie ebenfalls schon lange mit Yelena Belova zusammenarbeitet. Und die Contessa setzt dann in der Post-Credit-Scene Yelena auf Hawkeye an, denn sie sagt ihr, hier, das ist der Mörder deiner Schwester. Maybe you'd like a shot at the man responsible for your sister's death. Und Florence Pugh wurde auch schon für die Hawkeye-Serie bestätigt. Das heißt, wir werden sie auf jeden Fall auch wiedersehen. Und hier dürfte es halt auch wieder spannend werden, in welcher Kapazität wird sie hier auftauchen? Wird sie wirklich die große Oberschurkin werden? Oder wird Clint sie irgendwann davon überzeugen können, dass er nicht wirklich Natasha umgebracht hat und dass sie Yelena auch nur benutzt wird? Gleichzeitig könnte aber ihr Auftreten und das von Echo auch bedeuten, dass diese beiden Charaktere dann später wieder zur Contessa zurückgehen, die daraufhin ein weiteres Mitglied für ihre Thunderbolts hätte, denn auch Echo könnte gut in diese Thunderbolts-Gruppe passen. Gleichzeitig muss man sich aber auch fragen, okay, wenn sie noch einen Spin-Off bekommt, na, wer weiß, was da alles noch passiert. Der Trailer zur Hawkeye-Serie sieht echt sehr witzig aus und ich muss mich auch echt noch eines fragen. Es gibt in dieser Welt von Hawkeye offensichtlich ein Steve Rogers Musical. Bedeutet das jetzt wirklich, dass man hier sagt, ja okay, Steve Rogers ist wirklich tot, weil es gibt ein Musical, das ihn ehrt. Möglicherweise glaubt auch nur die ganze Welt, dass er tot ist und vielleicht hängt er wirklich immer noch auf dieser geheimen Mondbasis rum. Ich weiß es nicht, aber allein die Tatsache, dass wir ein Steve Rogers Musical zu Gesicht bekommen werden, ist doch schon mal Gold wert und einfach auch ein weiterer Grund, warum man die Hawkeye-Serie definitiv nicht verpassen sollte. Der Trailer macht durchaus Bock auf mehr. Das sieht alles wirklich nach sehr unterhaltsamer Actionkomödie aus. Ich hoffe nicht, dass es da zu sehr
übernatürlich wird. Ich hoffe auch nicht, dass da zu sehr irgendwelche Multiverse-Geschichten schon reinspielen werden, sondern dass das Ganze wirklich mehr diesen bodenständigen Stirb-Langsam-Vibe beibehalten wird. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie hat euch der erste Blick auf die Hawkeye-Serie gefallen? Was sagt ihr zum Trailer? Was habt ihr darin noch entdeckt? Schreibt mir all das in die Kommentare. Und für mehr zu Marvel, schaut einfach mal in diese Playlist.